dann kommen diese Säcke schon mal wieder vorbei. Auf ihren schönen, netten Schiffen. Achso, und unsere Jetpack-Freunde sind auch noch dabei. Ja, die haben wir ja auch schon in Rütland gesehen, dass die nichts dazugelernt haben. Ja, aber man, die können einfach auch die Fresse nicht vollkriegen. Wir müssen gleich nochmal mehr von denen hier antanzen. Okay, sind auch alles Piraten, die wir schon eingescannt haben. So, und damit haben wir das hier erledigt. Die Energiebarriere geht weg und das... Ne, das sieht nicht aus wie eine Missile-Expansion. Und das ist auch irgendwas anderes. Könnte es sein, dass das vielleicht was richtig Superartiges ist? Das sieht nämlich ganz danach aus. Super-Missile erhalten. Ja, sehr schön. Das öffnet uns grüne Türen. Da hatten wir ja vorhin auch schon eine von. Und natürlich können wir damit unseren Gegnern eine ganze Menge mehr Schaden zufügen, was eine sehr gute Sache ist. Wir hatten ja vorhin schon mal diese dunklen Kommandopiraten. Den können wir damit auch ordentlich schon mal einheizen, so viel sei gesagt. So, Transportsystem ist nicht möglich, denn da fehlt uns leider immer noch dieses Update des Übersetzungsmoduls. Ich weiß leider auch echt nicht mehr, wo dieser Tempel hier ist, aber ich glaube, wir sind hier sogar auf einem ganz guten Weg. Wir gleich mal da mit dem Aufzug hochfahren. Ein bisschen Energie mitnehmen, denn dieser Kampf gegen so einen Haufen Weltraumpiraten, der hat uns ja doch ein bisschen was gekostet. So, dann fahren wir mal hier hoch. Ah ja, und da haben wir auch gleich eine grüne Tür. Die sind jetzt auch kein Hindernis mehr für uns. Ja, und wo ich jetzt hier diese Apparatur hier sehe, da sind wir, glaube ich, jetzt auch gleich beim Tempel angekommen. So, jawohl, das ist der Energieregulator. Tod, schwere Kampfwunden. Ah, okay. So, können wir mal den Projektor hier abspielen. Holoprojektor einsatzbereit, automatische Wiedergabe eingeleitet. Ah ja. Ah, noch so ein Verstorbener. Eine große Kriegerin, die den Tempel von Torvos betritt. Mögest du siegen, wo ich versagte. Haben wir, glaube ich, schon längst. Ich bin Avok, der letzte Hüter dieses Tempels. Gib sorgfältig Acht auf meine Worte. Wie du erblicken kannst, liegt dieser Tempel von den Schrecken des Krieges zerrüttet. Während die Hauptkammer größtenteils verschont blieb, ist der Rest des Tempels in Fluten versunken. Ja, welche Überraschung. Du musst deine Fertigkeiten nutzen, um in diese überfluteten Bereiche aufzubrechen und die Schlüssel zu bergen, die du zum Betreten des dunklen Tempels benötigst. Es sind faule, gifterfüllte Wässer, die den Äther der Finsternis durchströmen. Meide sie, sofern es dir möglich ist. Dein Übersetzungsmodul ist nun erweitert. Vorrichtungen wie Türen, die mit smaragdfarbenen Hologramm verschlüsselt sind, stehen zu deiner Verfügung. Beschreite die Regionen, die sich dir nun erschließen. Oh yeah. Die Ingen werden mit großer Eifer nach deinem Leben fahren. Unterschätze sie nicht. Würde ich doch nie tun.
Es sind der Worte genug, möge deine Jagd von Erfolg gekrönt sein und das Licht des Äthers dein Visier führen. Ja, ja, das Licht des Äthers. So, Energievorrat vollständig wiederhergestellt. Ja, wir haben sowieso kaum was verloren, aber naja. Ist ja trotzdem eine nette Geste. So, ja, da haben wir es auch gehört. Wir haben hier eine ähnliche Aufgabe wie auch im Ödland von Argon. So, und jetzt können wir auch hier diese Berichte und diese Schlösser da öffnen. Verzerrte Welt. So, übertragen wir mal mit in unsere Datenbank. Und ja, damit ist auch da auf diesem großen Platz unter anderem ja diese Vorrichtung da jetzt für uns, steht für uns jetzt offen. Ja, was wollte ich gerade sagen? Genau, also wir, wie der Freund, der da auch schon gesagt hat, ähnlich wie im Ödland von Argon, müssen wir 3 Schlüssel finden in der dunklen Welt, um den dunklen Tempel dort zu öffnen. Und dann müssen wir den Energievorrat von dort aus stehlen und wieder hierher zurückbringen. Daran hat sich nicht viel getan, aber natürlich ist das ja eine ganz andere Welt mit anderen Gefahren und Hindernissen und Upgrades und sonst was alles. Naja, gut. So, wollen wir das doch mal hier einscannen. Transportsystem ist aktiviert. Fahrt unterhalb dieses geheiligten Grundes. Ah, okay. Das heißt also, hier dürfen dann auch die Highlander kämpfen und sich töten. So, ich weiß jetzt gerade noch nicht, sollen wir schon hier runtergehen? Oh Gott. Ich tendiere eigentlich so ein bisschen dahin, jetzt noch in andere Gegenden zu gehen, aber ich glaube, wir machen es mal einfach. So, ja, sind noch ein paar Wege für uns hier offen. Okay, diese violette Tür, die können wir noch nicht öffnen. Aber die beiden grünen und die blaue. Ah ja, und da ist dieses Tor können wir auch öffnen. Dank unseres neuen Updates. Unseres Übersetzungsmoduls. Und ja, wo gehen wir denn mal als erstes lang? Ich weiß es gerade nicht so recht. Gehen wir mal einmal hier den Weg zurück, glaube ich, erstmal. Das ist auch eh nur ein weiterer Weg da unter diese Brücke daher. Genau, da waren wir ja vorhin schon mal entlang gekommen, als wir den Energietank da geholt haben. Aber haben wir uns so eine kleine Abkürzung geschaffen. So, ein bisschen unsere Munition auffüllen. Auch wenn es nicht unbedingt so notwendig gerade ist. Aber na gut, man weiß ja nie. So, unterirdischer Verbindungstunnel. Ah ja, habe ich doch gerade gedacht, ich habe da so dieses Summen gehört, dass so ein Item in der Nähe ist. Habe ich mir nicht nur eingebildet, sondern da war auch tatsächlich eins. Oh Gott. Und den jetzt hier drin zu haben auf so engem Raum, das ist irgendwie ziemlich uncool. Genauso wie das unser Supermesser da abprallt. Ach Mensch, nochmal. Gottverdammt, ey. Ah, jetzt haben wir nochmal. Oh Mann, ah ja, und da ist noch ein, ja, das ist ein Gericht, dunkle Epoche, ja, die tritt jetzt hoffentlich für uns nicht in Kraft. Oh, was ist das? Aber das haben wir schon mal gescannt. Irgendein, vielleicht den, weiß ich, ein kleiner Sporb oder so.
Irgendwie sowas in der Richtung. Naja, oha. Hein von Torvus. Klingt auch so ein bisschen nach einem Namen, oder? Und Versohn-Container. Naja, die Halfpipe soll uns ja auch was sagen. Was ist das? Radioaktive Belastung hat diesen Baum geschwächt. Dentium. Ah, okay, verstehe. Das war nicht ein Supermissile, oder? Nee, ich bin mir ziemlich sicher, das war ein Powerbomb. Oh, scheiße. Das sind schon wieder diese Kommandopiraten, oder? Nee, das ist doch, das sind Kommandopiraten. Habe ich sogar richtig geraten. Und das reimt sich auch noch so schön wie ein Braten. Viel Entfernung äußerst gefährlich. Ah, okay. Aber mit einem Versohn-Kanister, der explodiert neben ihm, und einer Supermissile können wir die schön aus dem Weg räumen. So, öffnet sich ein neuer Weg für uns, wahrscheinlich auch der einzige, den wir momentan gehen können, würde ich mal vermuten. So ein Item an mir. Ich schätze mal, das wird mit diesem Baum da irgendwie zusammenhängen. Oh, und da ist ein Portal. Da ist eine Plattform. Gesims der Meditation. Okay, also da ist wahrscheinlich irgendwo ein bisschen weiter noch irgendwas versteckt. Ich weiß auch, welches Item wir da brauchen, um da ranzukommen, aber dummerweise haben wir es momentan nicht. Sei denn, hier ist irgendwo eine unsichtbare Plattform, für die wir irgendwie ein anderes Sichtgerät brauchen. Aber ja, wird uns momentan jetzt nicht viel nutzen. Wir nutzen jetzt mal die Gelegenheit und machen uns auf in den dunklen Sumpf von Torvus. Und diesmal werden wir den wohl, schätze ich mal, ein bisschen länger erkunden. Dass wir auf die treffen, oder? Vielleicht habe ich die echt einfach nur nicht gescannt, aber egal. Ist mir jetzt auch irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Diese Viecher können echt nervig sein. Die beste Waffe gegen die ist immer, wenn man so ein Lichtfeld mit dem Lightbeam auflädt und die dann einfach da reinfliegen und dadurch dann mit einem Schlag sterben. Dass der Baum in der dunklen Welt durch den radioaktiven Verfall nicht geschwächt ist. Und sogar uns dienlich ist. Aber naja, nicht alles muss unbedingt in der dunklen Welt immer schlechter sein, ne? So, hier kommen wir auf jeden Fall zu der Tür hin. Ich weiß jetzt echt nicht mehr so, was hier noch auf uns wartet. Ah, da wartet auf jeden Fall eine Speicherstation auf uns. Jo. Da ist Energie eigentlich auch egal, denn die füllt die Station sowieso auf. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut.
Okay, da kommen wir in den Raum zurück, wo wir schon waren. Weiß nicht, macht das jetzt Sinn, da hinzugehen? Ich meine, da ist zwar noch eine blaue Tür, die wir noch nicht erkundet haben. Ja, ich glaube, wir können mal da reinschauen. Oh, da ist... ständig dimensionalen Wechsel. Ja, okay, um das Ding zu bedienen, da wird uns jetzt auch die Rückkehr in die Lichtwelt nichts nutzen, da wir das Item noch nicht haben, um dieses Ding dort bedienen zu können. Kommen wir auch nicht raus. Nee. Ja. Beam wechseln sollte man natürlich schon noch machen. Okay, ein Morphball-Tunnel. Ah, okay, verstehe. Ich glaube, ich habe so eine Ahnung, wo uns das jetzt hinführt, wenn ich diese Konstruktion da sehe. Das passt mir eigentlich auch ganz gut. Tunnel zur dunklen Arena. Das war tatsächlich auch sogar in dem Gebiet, was wir in der hellen Welt uns noch nicht angeguckt haben. Ah ja, okay. Ja, okay, alles klar. Ich weiß schon, was du für ein Kollege bist. Ing-Biomasse vorhanden. Weibliche Nummer für den Stern hier in Ing. Okay. Naja. So, und da sehe ich auch einen Schlüssel dort oben. Und ich habe sogar eine Ahnung, wie wir an den rankommen können. Mensch, das klingt schon mal so richtig nach... Fortschritt hier. Manometer. Ah, ich liebe es, wenn sich so diese... in einem Metroid-Spiel so diese Puzzle zusammensetzen. Man sieht etwas, was sogar da noch in der Nähe ist und man weiß, wo man das herkriegt, um dieses zu kriegen. Naja, so. Aber geschenkt wird uns das leider nicht. Denn das ist auch eins der Items, die uns einer der ihn gestohlen hat. Nämlich der... gute Boostwächter hier. Das ist auch so ein Bossgegner, der so manche bei diesem Spiel in einen Rage Quit getrieben hat, tatsächlich. So, mit Boostball-Fähigkeit. Ja, gut, das ist klar. Verleiht dem Feind enorme Schnelligkeit. Objekt kann nur in fester Form angegriffen werden. Es muss erfreulich, in diesem Zustand zu halten. Ja, okay.